Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Minecraft Adventure Map weiter mit den vier Assis, der Haufen hier. Ich bin der einzigste nicht vernünftige Mensch. Ja. Ja, er hat nicht zugehört, ne? Da merkt man gleich wieder. Seht ihr, was ich meine? Die hören einem nicht zu. Kacken. Stopp, Mann! Bin fertig. So war nicht. Na klar, ich hab's echt geschafft. Bin durch. Du? Ich muss kacken. War ich gerade, ich habe gerade erstmal einen schönen abgeseilt ein. Nu? Ja, habe ich nicht geschafft. Nice, danke, Klaus. Bring rüber. Aber ich habe ein Glabur geschissen. Also ein G. Mhm. G für Getlef. Getlef? Getlef, OMG, ey. Getlef! Deutsche Sprache, schwere Sprache, man merkt schon. G für Getlef. Der Getlef, Alter. Scheiße, auch Probleme. Bei dem Sprung abgekackt, Klaus. Wie du. Richtiger ja? Getlef. Ja. Richtig geil, Detlef. Was ist da dran lustig, Alter? Ihr habt schon wieder ein Niveau an euch unter alle Muschisausen. Ich will erstmal wieder eine Krawatte richtig machen. Ich muss morgen arbeiten. Das wird auch Zeit, dass du erstmal wieder ein paar Tage mit dem Test bist. Aber muss er arbeiten? Der muss ja schon wieder ins Bett. Hier haben wir schon wieder 5 Uhr. Ach ja, ne, 7 Uhr muss er. Ja, ich gehe echt immer um 7. Ja, richtig chillig. Voll warmduschermäßig. Aber ich muss mir nur angewöhnen, so um 9 oder in 10 ins Bett zu gehen oder um 3 Uhr, Klaus. Fertig. Also ich bin heute morgen um 5 Uhr ins Bett gegangen. Jo. Und dann noch arbeiten gehen, nice. Pedaler und Trecker. Pass auf, schlafen, einfach durchmachen. Schlafen wird sowieso überbewertet. Ey Mann, Kevin! Ich war's gar nicht, aber scheißegal, Mann. Ich bin schon hinten bei Jan am Ende. Jeder Mensch, das wird Konsequenzen haben. Schlaf. Echt? Welche denn? Hä? Dass ich an deine Schwester nicht mehr ran darf? Was? Nichts. Richtiger Getlef. Oh Mann! Getlef! Oh. Oh, Kevin, du Getlef, ey. Das ist so einer. Ich hab nichts geschissen. Das ist eine Beleidigung. Ja, Getlef. Boah, Fabi, was kann ich denn dazu, dass du jeden Tag nur Inzucht machst? Echt? Echt? Ja, aber macht er wirklich. Deswegen muss er um 7 Uhr ins Bett, weil er da mit seiner Schwester zusammen ins Bett geht. Das war ein bisschen Kindermuschi. Oh, rein. Wieder der Sprung verschissen, Alter. Wie so ein besoffener Alkoholiker, der sich gerade angehört, ey. Wieder der Sprung verschissen, ey. Oh, ich bin gleich fertig. Kacken. Ja, hab ich eben auch schon zweimal gedacht. Wieder den Sprung verschissen. Ja, das ist er. Gay. Ja, Getlef. Nein! Doch. Getlef. Alles Getlef wieder in Schuld. Richtiger Kai Detlef. Au. Ja, wirklich, einer ist wirklich Detlef. Nein! Der Getlef heißt, dann kriegt er 1 Euro von mir. Google doch mal, ob es jemanden gibt, der Getlef heißt. Getlef? Nee, warte, ich guck mal. Vielleicht das Buch von Obama oder so. Telefonbuch. Boah, ich krieg jetzt gar nichts mehr geschissen. Ja, ein verpasst sich. Kai Detlef. Geschafft. Gibt's sogar welche? Detlef Kai. Kraul. Nee, das sag ich jetzt einfach nicht. Nein! Ja, auch gleiche Adresse. Adresse, Namen, Telefonnummer. Gleich einfach mit einer Aufnahme anrufen. Yo, wie geht's, Getlef? Ich will echt nur einen anrufen und fragen, wieso kein Detlef heißt. Mach ich gleich mal nach der Aufnahme. Ein paar Leute anrufen. Ja, bitte, lass bitte so mich anrufen. Oh, MG, ihr seid schon solche Assis, Alter. Ja, wieso nein! Oder so, die so heißen. Ich weiß schon, warum ich das nächste Projekt ohne Fabi mache. Jetzt sagt er nichts mehr. Das habe ich ja noch nicht gesagt. Okay, merke ich mir. Ja, alles klar, ich gehe Black Ops spielen. Ne? Alles klar, Jungs, macht's gut. Ja, spiel weiter dieses komische Mathe-Games, Alter. Was? Nein, ich würde niemals sagen, dass die Spielmechanik oder was von Black Ops oder allgemein von COD scheiße ist, aber die Grafik passt einfach in die heutige Zeit nicht mehr. Und das hat nichts mit der Playstation oder mit irgendwas zu tun, sondern, keine Ahnung, das sieht scheiße aus. Aber keine Ahnung, es hat überhaupt hier nichts mit PlayStation oder mit irgendwas anderes, Fabi, überhaupt gar nicht. Nur diese Grafik, die stört mich absolut in diesem Spiel. Weißt du, im Singleplayer hast du dann wieder so eine Pornografik.
Ja, okay, das stimmt. Dass dir dann so einer aber abgeht. Ich hab ja nur den Multiplayer-Beta, ne? Ja, ja, aber dann gehst du also bei und startest das Multiplayer und dann guckst du rein und denkst hast dir... hast du so ein Gammelding, ja. Hallo? Warum macht ihr das nicht im Multiplayer hübscher? Warum? Das habe ich mir halt bei dem letzten COD-Teil habe ich das halt mich gefragt, ne? Warum ist das nicht hübsch, so wie im Singleplayer? Ja, vor allem, die machen den Singleplayer, den sowieso, ich sag mal, nicht so viele spielen wie den Multiplayer, machen sie so gut. Ja. Und den Multiplayer, den der größte Teil der Leute spielt, verkacken sie. Warum? Ja, weil sie dann halt wieder selber Server haben müssen. Wie zum Beispiel wie bei Battlefield. Weil das kannst du halt dann nicht mehr über den Decay, also so untereinander tauschen, ne? Ja. Gut, sie haben ja angekündigt, es soll wieder Server geben, aber gut, ich bin da einfach mal ein bisschen gespannt. Bei Call of Duty? Mhm. Okay. Was mich halt einfach wirklich, wirklich stört, ist einfach nur diese Grafik da. Also keine Ahnung, das passt einfach nicht mehr in die heutige Zeit. Ja, da sieht Minecraft von Texturenpigmente, also von diesem ganzen Pixelkram, sieht es besser aus wie das. Och, wer schlägt. Ja, der Terminator hat zugeschlagen. Nein. Das ist, keine Ahnung, also da muss Black Ops oder Activision, besser gesagt, sowieso ein bisschen lernen. Aber wenn Activision mit diesem hier sowieso kein Geld verdient, dann werden sie sowieso beigehen und werden, wie heißt es, wird Blizzard das mit Sicherheit abstellen. Weil Activision gehört halt zu Blizzard. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das COD nicht unbedingt so ein großer Renner wird, weil die Leute halt auf Star Wars Battlefront warten. Yeah. Das muss man ganz ehrlich sagen, darauf warten hunderte von Leuten. Und ich und Jan haben heute mal so ein bisschen durchgerechnet. Also auch für die Leute, die hier zuschauen, kann man hier bekannt geben, ob wir wirklich alles schaffen, was an neue Titel rauskommt, zu spielen, ist dies Jahr unmöglich. Kann ich nicht schaffen. Ich und Jan haben uns das durchgerechnet so ein bisschen. Von der Zeitspanne her, das ist eine Sache, die unmöglich ist. Es kommen an manchen Tagen 3 Spiele raus. Wie soll ich die 3 Spiele denn vorproduzieren oder überhaupt aufnehmen? Und ich hätte aber Bock auf diese Spiele. Das ist ja das Problem, weißt du? Und meine Haupttitel sind halt dies Jahr Need for Speed, Anno, Star Wars Battlefront, das Add-on von The Crew. Dafür lasse ich auch ein neues Spiel liegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann würde zum Beispiel wie COD oder ganz viele andere Titel, die ich halt wirklich noch, Fallout und den ganzen Scheiß, kommt ja auch alles noch. Ja, das stimmt. Ja, aber du hast überhaupt gar keine Zeit, weil die wieder alles, diese Entwickler im Monat 11 raushauen, Fabi, alles. Ja. 6, FIFA 11, kommt auch noch. Duty. Ja, es kommt. FIFA im Monat, da freue ich mich auch. Boah, Fabi, du bist mega laggy. Mal gespannt, wie das. Aber jetzt geht's wieder. Red ruhig weiter. Nein, es ist immer noch 10%. Ja, ist aber weg. Es geht aber einfach um den ganzen Standpunkt, finde ich. Warum alles im Monat 11, dieser Haupttitel? Ich weiß, es ist dann Weihnachtsgeschäft. Leute, ihr müsst mir das nicht erzählen. Aber uns Gamern bringt das einen feuchten Schiss. Wenn man nur diese 4 Titel kauft, die ich gesagt habe, sind das 200 Euro. Wer gibt denn 200 Euro für Spiele aus? Also ich gebe auch 500 oder 600 aus, das interessiert mich ein voll Scheiß. Ich halte mich da mal da raus, ne? So, aber andere Leute können keine 200 Euro ausgeben in einem Monat für Spiele. Ja, nur um aktuelle Spiele spielen zu können. Gut, beim PC kannst du 2-3 Wochen warten, bezahlst du nur die Hälfte. Ja? Ja. Aber es geht einfach ums Prinzip, finde ich. Das ist, die Hälfte zahlen, das wäre geil. Ja, ich habe dir schon mal gesagt, hör auf an diesem Scheißding zu spielen. Das liegt ja ganz an dir. Na, nur 2 Spiele, die ich mir hier für hole oder geholt habe. So, und mehr ist es ja nicht mehr. Nur noch Call of Duty und FIFA. Wieso holst du das? Warum? Wenn ich spiele, spiele ich eh auf dem PC. Nur ich warte erst das Feedback ab und ich gucke erstmal, wie Star Wars wird. Also Star Wars ist erstmal das Aushängungsschild. Das muss ich jetzt erstmal ganz ehrlich sagen. Dann wird es ein richtiger Flop und dann packt es keiner mehr an. Also wenn wir kaufen uns demnächst alles PS4 oder mit PS4 gezockt. Ja, scheiße, was? Gerade ich oder was? Weißt du, meine Grafikkarten schon mehr Leistung haben wie die ganze PlayStation? Nee, ist schon klar. Mit Sicherheit nicht. Ja, hab jetzt auch gelesen, der große YouTuber Kevin Glabur möchte umsteigen. Hab ich gelesen. Ja, ja. Voll. Eben bei T-Online. Ja, ja. Ich gehe auf eine Konsole, weißt du, wo ich schon die Paranoia kriege, wenn ich so Witcher spiele und muss da diesen fucking Controller in der Hand nehmen und vertue mich schon mit den Knöpfen.
Weißt du, das ist schon, ein Controller zu bedienen, ist eine absolute Grottigkeit. Nintendo umsteigen. Nintendo, also wenn ich ganz ehrlich bin, Nintendo berichtet zurzeit über eine neue Konsole. Ohne Laufwerk, dafür haben sie sich jetzt erstmal das Patent genommen. Ja, genommen. Da finde ich schon sehr interessant. Dortmund führt 0-3. Und nice. Ja. Was wollte ich denn jetzt sagen? Und da bin ich wirklich sehr gespannt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, für Family ist eine Nintendo immer noch am besten von allen. Da kann Xbox und PlayStation nicht mithalten. Das nur ist Brettspiele? Brettspiele. Nein, aber ist doch einfach so. Also ich spiele lieber mit meinem Junior hier Mario Party oder irgendwas anderes, als mir irgendwie hier so eine Scheiße, oder Mario Kart 8, als irgendwie so eine Scheiße da reinzuziehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja? Wir müssen mir mal ein 3DS holen, aber irgendwie, keine Ahnung. Ja, den haben wir hier zu Hause auch rumfliegen. Ich bin, sag ich, voll aber geil, ich so muss Mario ganz ehrlich sagen, mein Junior, der hat einen fetten Lappy und unsere Konsole, die gammelt nur noch vor sich hin. Das ist alles. Ja, also ich weiß gar nicht, wann die das letzte Mal an war. Ich glaube, Silvester war sie das letzte Mal an. Fabi muss nicht aufgeben. Fabi kann ja weitermachen. Ich laber die ganze Zeit und verkack die ganze Zeit. Ja, wenn du nicht mehr möchtest, sag Bescheid. Ist doch deine Entscheidung, wie lange du probierst. Nein, aber ist es halt gerade wenn dein Junior einen vernünftigen Rechner hat, wo er alles mit auf Ultra spielen kann, geht er halt nie wieder an eine Konsole. Das ist, ja. Gerade weil du viel mehr Spieleauswahl hast in meinen Augen als an einer Konsole. Gerade bei der Wii U war es eh sehr mau, die Spielauswahl, ne? Wir haben uns nie eine Wii U zugelegt, weiß ich auch nicht warum. Also, das ist nie so. Wir hatten eine Wii und ja. Finde die Wii U schon ziemlich cool. Also so in Gruppenspielen und so finde ich das schon sehr nice. Aber ich würde niemals, sagen wir jetzt mal, mir einen großen Titel kaufen für eine Konsole. Würde ich niemals tun. Na, Fabi gibt auf, okay. Also das ist für mich so unter alles, unter allem Niveau. Und gerade Sonys Konsolen würde ich sowieso nicht kaufen, weil sie den Mund immer zu voll nehmen. Eine letztes Konsole Level, oder? Ja, ist jetzt letztes Level. Also müssen wir Erfolge Ende machen. Ja, wir haben jetzt noch 1,5 Minuten, dann müsst ihr das schaffen. Hier ist wieder ein Buch. Ja. Weißt du, was alles du damit zu tun hast. Ja, wegwerfen. Ja, Fabi ist in Game Mode. Hä? Oh. Hä? Oh. Ja, weil Jan mich wieder schlagen wollte. Mhm. Weil ich ihn gerade überholt habe, deswegen. Ja, ja. Kurz einen Scan gemacht. Scan? Ah, ich bin runtergefallen, ich bin im Game Mode. Oh, Scheiße. Brauchst du nicht immer Scheiße? Kurze. 13 sind wir doch. Ne, 12 Alter, ist die letzte. Alter, das Level lang. Okay. 12 ist die letzte, ja. Ja, das Level ist richtig lang. Ich war auch schon da, wo du warst. Und dann plups. Ich bin auch noch weiter. Hehe. Ja, und dann plups. Ach du Kacke. Bin ich runtergeplumpst. Ja, Jan ist mir wieder auf den Fersen. Jan, lass es. Warte, ich mach Regen aus. Ja, ich mach doch nichts, Mann. Wir ziehen das jetzt zusammen durch, weißt du? Oder vielleicht auch alleine. Du bist so ein Opfer, Alter. Hat er dich runtergeschlagen? Ja, natürlich. Ach, weil dann so wieder nicht verlieren kann. Ja. Oh, ich fall auch runter, geht gar nicht. Wieder hin teleportieren. Ja, ja, scheiße, was. Oh. Würdest du ihm sogar zutrauen, dass er das macht, ey. Ja, ich auch. Ja, komm, die kippen ja alle rein. Ja, ohne Witz. Ich will gar nicht wissen, wie oft du schon irgendwie einen Schmuh getrieben hast. Einmal. Null. Jeden und wenn es nur üben schon gewesen ist. Alter, wie lang ist die Challenge, ja, Alter? Ich bin jetzt schon wieder hier an dem nächsten Turm. Ja, da war ich auch eben. Ah, sie haben mich runtergeschubst. Nein. Alter. Ja, nee, ist klar, lieber Map-Hersteller. Ja, warum hast du nicht gleich sowas eingebaut von Anfang an, ey? Was? Ja. Ah, so, und jetzt? Hierhin. Klaus macht eben gerade richtig die Faxen. Willst du? Oh, ich bin beim letzten Sprung. Oh, ne, verkackst du. Ah, geschafft. Jawohl. Ich hab's geschafft. Haben wir ja zumindest einen Sieger. Ich
Quack fest, Hilfe! Ich hätte vielleicht springen sollen. Oh, hier darf ich Sachen kaufen. Kevin, hilf mir mal. Nein. Bitte, ich packe hier fest. Was soll ich machen? Er hat die Schilde abgerissen von den... Jan! Kevin, Hilfe! Er hat die Locke abgerissen. Ja, bei dir. Ich packe ihn auf dem Wand fest. Ja, geh zurück. Können. Das wenn ich runterfalle. Da einfach auf die Leiter wieder springen, da wo du bist. Ein Block. Pech. Hält nicht, Bug. Ja, nein, nochmal, nochmal. Mein Gott, stell dich nicht so an wie so ein Waschbrettfahrer. Sei nicht so ein Waschbrettfahrer, Alter. Boah, die Challenge war schwer. Ich hab gewonnen außerdem die Challenge, ne? Ja, war verloren. Props an dich. Ich bin der Beste hier. Ja. Genau bei der letzten Challenge rocke ich euch alle weg. Ah, ja, ja. Nein! Ist Klaus. Wir alle gewinnen lassen. Ich lauf runter. Cool. Muss man Opfer. Machen. Wollen wir jetzt noch eine neue Folge anfangen? Nee, ne? Das muss ich euch essen. Machen wir hier eine extra längere Folge. Ja, wenigstens Jan und Klaus muss es schaffen. Fabi ist scheißegal. Ich fahr jetzt mal extra. Alles klar. Alter, wer portet mich denn hier? Also. Fabi, wo willst du hin? Nee! Nee! Ja. Seine Großoma hat ihn gerade am Sack gekrault und hat gesagt, lass das, Mama. Oh, Oma. Boah, Mann. Jan, was machst du denn? Spring doch! Ja. Also ich wirklich. Hasse diese Map. Die Map ist so beschissen, Alter. Jetzt fängt die an. Die ist zu einfach, Alter. Die ist einfach zu einfach. Zu einfach. Hi, Kevin. Das Problem ist, dass wir so langsam auch in den Tritt reinkommen. 0-4 für Dortmund. Dann ist Dortmund Erster in der Bundesliga. Dann kommt Bayern. Ja, wen juckt's, Alter? Dann kommt Kai Detlef und der wird Erster. Was? Kai Detlef? Ja, und Kai Detlef führt immer die Bundesliga an. Also wieso? Ja? Endlich. Weil das ist... du bist so ein schadensfrohes Stück Scheiße, Alter. Na ja, jetzt streng dich mal an hier und jump nicht einfach wahllos durch. Oh. Mann! Wisst ihr, was ich hasse im Sommer? Diese scheiß Fruchtfliegen, ja? Alter, ich brauche unbedingt Gas, um die Dinger auszurotten. Boah, Jan, Alter. Liebe Grüße an Spike. Hi. Schöne Grüße an Spike, ja, genau. Schöne Grüße an Spike. Ja, wer das guckt der das überhaupt? Könnte sein, ja. Nicht. Oh, Fabi ist laggy. Er fällt runter und du siehst richtig, wie er so ganz langsam nur runterfällt. So. Boah, ihr könnt nichts, Leute. Ihr könnt gar nichts. Ja, wir werden auf jeden Fall im nächsten Video eine neue Map starten. Mit hier den komischen Jan und den komischen Klaus und den komischen Fabi und mit dem oberkomischen Glabur. Ja, der muss sich aber noch überlegen, ob er dann natürlich dabei sein wird. Ja, der Fabi. Ja. Die Arbeit ja, geht vor. Die Arbeit geht vor, mein Gott, Fabi. Du hast nicht mal zwei Stunden am Wochenende. Nee. Das auf gar keinen Fall. Da muss ich mir Urlaub für nehmen. Ja. Nein, wir werden uns auf jeden Fall eine neue Map suchen. Und dann machen wir eine andere. Dachen? Aber wieder so eine coole, wie am Anfang. Also ich fand dir am Anfang die Dinge fand ich am besten. Ich werde hier auch den Namen Galaxy nicht ändern, weil ich finde, diese ganze Dingens gehört ja zu demselben Entwickler, Jan. Nein! Ne? Das ist ja einfach nur eine Weiterführung. Deswegen, los, gib doch auf. Jan, gib auf. Bin hier aufgegeben. Ja, gib auf. Okay, ich gebe auf. Ich fange genau dieselbe Stelle auf. Gibst du auf, Jan? Nein. Ah, schade. Fabi, noch einen tiefer gehen. Ja, jetzt. Sehr schön, Fabi. Ganz nach unten. Ein tiefer. Jawohl. Ja, genau da. Ja, ja. Och, Fabi, ja, Mann, renn doch bis zur Kante. Schräg springen, Fabi. Komm zu mir, ich zeig's dir. Nein. Danke, Kevin, dass du mich teleportiert hast. Hab ich gar nicht. Du bist hinter Klaus und denen. Ja, Kevin. Ja. Fabi nur. Ja, klar, helf ich Fabi. Ja. Spring jetzt, Jan. Plumps, runtergefallen.
Aber jetzt macht er Plumps runter. Lass es! Lass es! Du schlägst mich? Du schlägst mich? Das ist doch einfach. Jetzt geht's ab, Alter. Jetzt geht's ab hier! Jawohl! Der Terminator hat wieder gewonnen. Ja, Klaus. Ja. Eben sagt er Frieden. Du hast doch ja gerade mit den Prügeln angefangen. Ich will Frieden, danke. Klaus, ich komme, ne? Ja. Ne, ja, Fabi ist runtergefallen. War wieder klar. Keine Panik, Klaus, keine Panik. Ganz ruhig. Keiner schlägt meinen LS-Kumpel. Mein LS-Kumpel. Was heißt denn LS? Ein Fischer-Simulator. 15. Ja, Leute, auch da gibt's einen Server, wo ihr drauf spielen könnt, ne? Müsst dann nur mal Olaf suchen. Was, welche Map spielen wir zurzeit? Olaf. Köln. 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 An die Treppe? Ja, an diese Treppe da. Oh, Klauschen. Ja, jetzt macht's aber Jan. Jetzt. Oh, Jan, Mann. Alter, was machst du denn heute? Ich mach den, mal die Tür hier auf. Ich spawn jetzt Fender dran, mir egal. Und kannst du nicht. Sag mal nicht das. Lass es bitte. Mann, Fabi. Ich mach was schon, denn? Ich komme. Alter. Komm, Möbel, Mann. Oh, Jan. Jan macht wieder alles kaputt. Ja, ganz klasse, Leute. Klasse, Ingo. Statt zu warten, bis ich da bin. Piss dich. Verpiss dich! So. So lassen wir das. So, jetzt sind wir wie Squid Claws. Was? Boxen. Wenn du sagst, dass wir Quid sind. Jawohl, Jan, jawohl. Ich hab dich jetzt gehauen. Jawohl. So. Jawohl, jetzt aber. Mann! Ne, ich geh erstmal später, tschüss. Bist du weg, Jan, oder was? Ah, ne, sind 2 Minuten vielleicht. Ja, sonst würde ich sagen, wir machen Ende. Wenn ihr die nicht schaffen könnt, wollt. Weil das wäre ja Bullshit, jetzt nochmal eine neue Folge zu machen. Ich hab die jetzt schon länger gut so. Ja gut, versucht nochmal. Okay, und nu, da hören die Leute. Weil so klickgeil bin ich dann auch nicht, dann lasse ich lieber hier laufen. Und wird das hier wenigstens. Los, mit Vollgas da ran! Jawohl! Und jetzt an die nächste Leiter. Hier links. Ja. Ah, wie nicht ankommt. Oh, an die nächste Leiter. Ach, Fabi. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ja, komm mal. Alles klar. Klaus noch? Klaus, sein letzter Versuch? Klaus, sein letzter Versuch. Klausinator wurde getötet. Okay, wir sagen damit vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Jan spawnt jetzt Enderdrachen. Ja, das ist unser Ritual des Endes. Los. Ja, Enderdrachen vor so hin. Los! Ja, warte. Los! Oh, leck. Mega leck. Noch mehr. Mehr! Mehr Enderdrachen, los! Lass die fliegen! Ich hoffe, welche spawnen. Alle Game Mode 0 machen. Hey, wie heißen die denn? Enderdrachen? Nee, nein! So, wir sagen damit vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.